Covid-19 flieg, dein Schöpfer ist im Krieg. Im Kriege auch mit Söderland, Söderland ist abgebrannt. Covid-19 flieg. Tja, ich sitze hier vor meinem Rechner, ihr Lieben, und habe gerade aus der Wirtschaftswoche den Artikel von 2014 heruntergeladen, wo Drosten den Arabern den Kopf wäscht, soll da nicht so ein Theater machen, und verharmlost, soviel ich weiß, diesen MERS-Virus. Der ist ja im Ansatz nichts anderes als diese C-Geschichte, die da aufgeblasen wird zu der C19-Pandemie. Und irgendwie bin ich ja irritiert. Ne? Diese ganzen Ereignisse, auch in der alternativen Presse, man eiert herum. Man traut sich einfach nicht, das Kind beim Namen zu nennen und die Sache mal aufzurollen vom World Economic Forum her, Weltwirtschaftsforum, und da das Stichwort Great Reset aufzugreifen. Da gibt es so viele Dokumente. Interessant ist ja bereits, dass der Great Reset, der wurde ja schon vor 10 Jahren ins Auge gefasst, dass also alles umgekrempelt und neu von unten gestartet werden muss, ja, um ökologisch und ökonomisch in bessere Fahrwasser zu kommen. Was wir heute erleben, ist ja auch Quatsch. Überlegt einmal, Leute. Ja, wenn euch einfällt, ich brauche da irgendeine Kleinigkeit, ihr setzt euch ins Auto, ja, ihr vergast mal eben 1 oder 2 Liter Benzin, um zu irgendeinem Shop zu fahren und da eine Kleinigkeit für 70 Cent zu kaufen, nur damit ihr das Zeug habt, weil es euch gerade einfällt. Natürlich muss ich ein paar Leute jetzt von euch ausnehmen, die das nicht machen. Ja, ich kann ja beispielsweise auch erwähnen, dass ich persönlich, wenn ich was brauche, ich schreibe es mir auf. Und wenn die Liste lang genug ist, ja, dann gehe ich los bzw. setze mich ins Mobilchen, ja, und fahre die verschiedenen Gelegenheiten ab, wo ich das erwerben kann, was ich brauche, habe meine Runde beendet und aus. Ja, wo ich früher 5, 6, 7 Mal losgefahren bin, um spontan meine Wünsche zu erfüllen, da bescheide ich mich heute. Ja, da schiebe ich das einfach ein bisschen auf. Ja, ich vergesse es nicht, ich schreibe es mir auf, bis die Liste lang genug ist. Ja, und auf diese Art und Weise haben wir natürlich sehr viel Verschwendung. Natürlich ist es Blödsinn, was wir heute an Mobilität haben. Es gibt Leute, die fahren von Dortmund nach Duisburg zur Arbeit, um dort eine bestimmte Arbeit zu machen. Und dann gibt es Leute, die fahren von Duisburg nach Dortmund zur Arbeit, um dort eine gleichartige Tätigkeit zu verrichten. Ja, theoretisch könnte man die beiden Jobs einfach tauschen. Der Dortmunder bleibt in Dortmund, arbeitet dort, und der Duisburger bleibt in Duisburg. Ja, aber wir haben nun mal die Autos. Aber wir haben auch die verstopften Autobahnen. Wir vergasen Treibstoff in Unmengen nur in Staus. Die Sache, die ist aus dem Ruder gelaufen. Da ist vieles blödsinnig geworden. Und dass wir Kiwis aus Neuseeland haben müssen, ja, verstehe ich auch nicht. Muss das sein? Kiwis werden auch in Italien angebaut. Und möglicherweise in Süditalien lassen sich Kiwis das ganze Jahr ernten. Nein, sie müssen dann aus Neuseeland eingeflogen werden. Warum müssen wir einen Wein haben aus Australien? Und dann auch noch original abgefüllt. Ja, da werden also schwere Glasflaschen in Australien genommen, werden mit einem dort angebauten und gekelterten Wein gefüllt und werden dann hier nach Europa transportiert. Welcher Blödsinn! Ja, wir haben Weinanbaugebiete in Deutschland, wir haben sie in Frankreich, in Italien und in Spanien. Ist doch viel näher.
Und wir brauchen genau genommen nicht einmal einen italienischen Wein. Gut, ein Chianti ist halt ein Chianti. Ja, man kann einen Chianti nicht an der Pfalz anbauen. Aber müssen wir das unbedingt haben? Wir leben in einem Zeitalter der Verschwendung. Ja, ich würde also wirklich sagen, wir leben nicht im Anthropozän, sondern im Verschwendungszän. Ja, wie haben wir das gesehen? Blödes Wort. Ja, Verschwendung ist Waste, ja, im Waste-Ozean. Und dann vor allen Dingen diese ganzen Fernreisen. Wir setzen uns da in irgendein Jet und düsen dann runter, ja, in asiatische Gefilde, um uns dort an den Strand zu legen. Muss das sein? Müssen wir nach Thailand? Können wir unseren Urlaub nicht vor der Haustür machen? Ich mache also sehr, sehr gerne Urlaub oder erhole mich sehr gern an der Saar. Ich erhole mich auch sehr gern im Schwarzwald. Da kann ich also bequem mit dem Auto hinfahren, lasse es dort eine Woche stehen und gehe da an der frischen Luft nur spazieren. Und wenn ich zur Pfalz fahre, mache dort Urlaub, ja, dann kann ich das Auto auch hinstellen, eine Woche spazieren gehen, kann gut essen und trinken und finde dort zum Beispiel auch sehr gute Weine, die ich zum Essen trinken kann oder aus Spaß an der Freude. Wir leben in einem Zeitalter der Verschwendung. Wir brauchen tatsächlich ein neues Durchdenken von dem, was Lebensqualität ist. Treffen wir uns abends unter der Dorflinde, da mit 5, 6, 8 oder 15 Leuten quatschen miteinander, pflegen eine Gemeinschaft, kennen unsere Wohl und kennen unser Wehe, helfen uns gegenseitig, haben wir noch intakte Nachbarschaften? Oder leben wir da wie Monaden in unseren Arbeiterschubfächern? Also Leute, da ist eine Menge dran und man muss es von vorne aus, muss man es durchdenken. Dass aber jetzt mächtige Leute hingehen und sagen, na dann machen wir das mal, jetzt machen wir einen großen Reset. Ja, dann erziehen wir die ganze Menschheit um und modellieren sie und bauen sie. Und betreiben sie wie eine Modelleisenbahn, ne? So wie die sich das ausdenken. Ich habe eine Modelleisenbahn gehabt. Da passierte alles so, wie ich mir das ausgedacht habe. Und wenn mir irgendwas nicht gefiel, habe ich es umgebaut. So wollen das einige wenige mächtige Leute. Ja, nennen wir sie mal einfach den Club. Und die können natürlich nicht hingehen und sagen, wir machen das jetzt mal. Und die sagen, alle Menschen sagen, ja, das ist toll, da machen wir mit. Keiner macht das mit. Wir hängen am Gewohnten. Wir meinen, das müsste genau so sein, wie es uns gefällt. Und das müsste auch so weitergehen. Also weiter Verschwendung. Seht euch mal alleine den Handymarkt an. Andauernd, ja. Da kommt Samsung 8, da kommt 9, da kommt 10, 10S. Ja, immer kleine, dann Huawei, ja, 10, 20, 30, 40, jetzt ist das 50 schon vorgestellt. Muss das sein? Ich habe ein Handy von Huawei, das habe ich mir allein aus dem Grunde jetzt gekauft, weil es eine fantastische Kamera hat. Ich brauche dann nicht meine Kompaktkamera mitführen und ein Smartphone mitführen. Ja, ich kann also mit dieser Kamera auch Videos aufnehmen im Gehen. Da ist eine Bildstabilisierung drin, die ist genauso gut, ja, wenn ich das einigermaßen ruhig halte wie bei der Hero 7 Black. Habe ich alles gekauft, ja, alles für notwendig erachtet. Ja, genau genommen, Tinnef. Aber ich höre jetzt auf, das P20 Pro, das reicht mir. Ja, nein, muss immer, wie so ein Modeartikel. Ne? Und damit einem der Kauf eines neuen Smartphones leicht fällt, hat man natürlich jetzt auch schon Programme. Da legt man sein altes Handy neben das neue Handy, drückt einen Knopf, nicht wahr? Und dann werden sämtliche Daten und Programme, die auf dem alten Handy waren, werden auf das neue übertragen. Dann kann man das alte Handy resetten. Da macht man ein Reset. Dann ist das wie im Auslieferungszustand und das neue Handy funktioniert so weiter wie das alte. Und was hat man dazu? Was ist da besser vielleicht? Ist nicht mehr Android 9, nein, ist Android 10. Dann kommt Android 11. Die Leute werden gejagt, die werden von den Herstellern gejagt. Immer neu, 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 muss alles das Neueste sein. Und die machen das mit. Warum? Es ist notwendig. Ja, unsere Mutti hat doch gesagt, wir brauchen Wirtschaftswachstum.
Sie hat aber auch gesagt, wir müssen unsere Demokratie dem Markt anpassen. Merkt ihr nichts? Merkt ihr nichts? Und dann, dies wird jetzt wahrscheinlich eines meiner letzten Videos sein, die ich mache mit direkter Ansprache. Ja, das ist idiotisch. Ich habe hier so 3.900 Abonnenten oder so um den Strich. Und wenn ich was hochjage, dann habe ich so um den Strich 200, 300 oder 400 Aufrufe. Das lohnt sich nicht. Dafür strenge ich mich nicht an, dafür mache ich den ganzen Kram nicht. Also etliche von euch, die achte ich, und da habe ich all große Hochachtung vor, da handelt es sich nicht nur wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit um noch denkende Menschen. Aber bei einigen, da lese ich aus den Antworten heraus, naja, ne, Tiefflieger. Ne, dann kommt da irgendetwas an, so hingehauen, ne, klingt positiv, ist aber im Grunde genommen reiner Blödsinn. Ja, der einzige Unterschied zu vielen anderen Leuten, die einen Blog machen, die haben dann unter Umständen, haben die dann massenhaft Kommentare, liest man die durch, dann rollen sich einem die Fußnägel hoch. Ne? Totaler Blödsinn, unheimliche Resonanz. Bei mir, anfänglich gab es auch Leute, ja, die haben dann getrollt, ja, haben geschmäht, haben versucht, mich niederzumachen, und als sie merkten, bei dem kann man keinen Blumentopf gewinnen, sind sie weggeblieben. So, also eine relativ fast kristallin reine positive Resonanz, die ich erziele, aber dafür auch nur in einem sehr geringen Ausmaß. Dann habe ich hier meine Videos analysiert. Viele Videos haben, also im Schnitt, würde ich mal sagen, ne, im Schnitt haben meine Videos eine Wiedergabedauer von 30 bis 40%. Das heißt, die meisten sehen sich die Videos gar nicht von vorne bis hinten an, und dabei könnte das Wichtige auch hinten sein. Interessiert die gar nicht. Das geht zuck, 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 der nächste, klick, 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 klick. Ja? Immer gucken, ist eine reine Unterhaltungsangelegenheit. Ist keine Sache, sich zu informieren, ist keine Sache, sich zu bilden, Fortschritte in den eigenen Erkenntnissen zu erzielen, ja? Bewusster zu leben und vielleicht auch mal etwas zu unternehmen gegen solche Sachen, die also wirklich nicht sehr gut sind. Ne? Dafür soll ich mich verschleißen? Da setze ich mich lieber hin. Ich habe einen Haufen Bücher, ihr habt es ja mal gesehen in einem Video. Ich habe einen Haufen Bücher, da gehe ich lieber hin und lese manches Buch überhaupt zum ersten Mal, weil ich noch nicht dazu kam. Manches Buch lese ich zu Ende und manches Buch lese ich dann zum zweiten Mal. Ich nehme also, und das ist ja nicht mehr allzu fern, ich nehme also sehr viel Wissen mit ins Grab. Und dann ist es weg. Dann ist es weg. Ich könnte viel von dem, könnte ich an euch vererben, und ihr könnt es weiterverwalten und könnt vielleicht für euer eigenes Leben viel daraus ableiten und gewinnen. Passiert das? Passiert das? Nee, nee. Verarschen kann ich mich selber. Ich habe ja noch so einiges, ich habe es nicht auf den Zettel geschrieben, mir geht aber eine Menge durch den Kopf. Wenn die Leute, die die Macht haben und die das Geld haben, ja, wenn die Gutes im Sinn hätten und würden nicht zusteuern auf Ziele, die sich ja mehr oder weniger aus den 10 Geboten ergeben, die man auf den Georgian Guidestones lesen kann. Wenn das also wirklich humanistisch gesonnene, gutherzige Menschen wären, die sagen, wir nehmen euch an die Hand, wir bauen den ganzen Kram um, ja, wir sorgen dafür, dass nicht so viel verschwendet wird. Wir sorgen dafür, dass mehr recycelt wird. Ja, wir sorgen dafür, dass wir einen Großteil der Produktion wirklich aus zurückgewonnenen Rohstoffen realisieren können, dass wir nicht so viele Rohstoffe abbauen, dass also die Vorräte, die Mutter Erde uns bereithält, dass die sozusagen für alle Ewigkeit reichen. Wenn das solche Leute wären, wäre doch gut. Wäre doch in Ordnung. Aber es sind sie halt nicht. Jetzt soll also erst einmal da ein Zeug erfunden werden, dass man da nach Möglichkeit angekündigt ist, hat ja 7 Milliarden Menschen unter die Haut jagt. Und was ist da drin? Im glücklichsten Falle machen sie 90 oder 95% der Frauen ja unfruchtbar, sodass die Menschheit sich selber reduziert, mangels Geburten, auf diese angestrebten oder prophezeiten 500 Millionen im Einklang mit der Natur. Im glücklichsten Fall.
Aber warum sind die so scharf auf sie? Warum haben die denn 18, 17, 18 oder 18, 19 bei dieser Grippe? Warum haben sie denn da nicht impfen wollen? Warum haben die nicht bei jeder saisonalen Grippe gesagt, so, jetzt impfen wir? Gibt ja eine Grippeimpfung, 20% Wirksamkeit. Ne? Wir brauchen das nicht. Wir müssen die Grippen, egal wie sie kommen, ja, und egal wie sie heißen, wir müssen die einfach durchstehen, fertig und aus, und Tote gibt es immer. Ein Wissenschaftler, der ernst zu nehmen ist, der sagt, bei den über 80-Jährigen, die da versterben, ja, das sind 20% davon sterben an Lungenerkrankungen, an Lungenentzündungen. Da ist die Grippe wahrscheinlich auch mit drin. Die normale Grippe. Ne, Leute, macht keinen Spaß. Ne? Macht keinen Spaß. Ihr macht keinen Spaß. Wobei, wenn ich sage ihr, meine ich nicht alle. Es gibt einen Haufen Leute, die müssen selbst erkennen unter euch, dass sie nicht gemeint sind. Sie sind nicht gemeint. Aber die anderen sind gemeint. Und vor allen Dingen sind die gemeint, die nie aufschwimmen bei den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe da 3.800 und so viel oder 3.900 Abonnenten. Ja. Und wenn ich dann gucke, ja Daumen hoch oder Daumen runter, dann müssten ja eigentlich alle Abonnenten eine Nachricht bekommen, müssen sich das angucken und müssen sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Und wie viel Daumenhöchlein und Daumenrunterlein habe ich da? So, jetzt höre ich auf. Ne? Ich habe die Nase voll. Ne? Macht's gut, aber vergesst nicht, ja, nehmt euch in die Arme und drückt euch und tröstet euch. Ja. Gebt die Hoffnung nicht auf, obwohl es sieht schlecht aus. Ne? Die Schlafschafe, die üben sich da drin, noch tiefer zu schlafen, noch mehr zu ignorieren. Und die Kinder, also ich sehe nicht, dass da der große Elternaufstand ist. Ich vermisse den. Ist scheiße, ne? Es sind nicht die Übeltäter, auf die wir da jetzt schimpfen, die das Üble verursachen. Die Übeltäter sind unsere Mitbürger. Sind unsere Mitbürger. Wäre schön, wenn an irgendeinem Samstag, Sonntag und Montag, wenn da Millionen auf der Straße wären. Sind sie? Sind nicht, ne? Da tropfelt sowas rum. Hier eine kleine Demo, da eine kleine Demo. Und wenn es mal ein bisschen ernsthaft wird, ne, dann kommen unsere Mitbürger in Uniform, mit Waffen sogar. Ne? Wasserwerfer ist eine Waffe. Tja, tschüss, ne? Macht's gut.